Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium und spiritueller Coach und das ist die Channel-Botschaft für Juli 2020. Dafür verbinde ich mich gleich mit der geistigen Welt und bekomme dann idealerweise die Botschaft, die uns sagt, wie die Tendenzen werden im Juli, worauf wir achten dürfen und wie wir da am besten durchkommen. Normalerweise frage ich erstmal nach im Video, wer denn da ist, wer mir und uns eine Botschaft bringen möchte. Das brauche ich dieses Mal nicht, denn schon seit Tagen begleitet mich Erzengel Michael sehr intensiv und hat mir eben schon mitgeteilt, dass er für den Schutz und für die Weiterentwicklung, die Transformation im Juli für uns da ist und eben auch die Botschaft bringen möchte. Und ich spüre ihn schon sehr stark. Bei ihm kann ich gar nicht so genau sagen, steht er jetzt vor mir oder hinter mir oder seitlich, sondern er nimmt mit seiner Energie und seiner Präsenz wirklich den ganzen Raum und vieles darüber hinaus ein. Vielleicht kannst du ihn jetzt schon spüren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du ihn während dem Channeling auf jeden Fall spüren kannst, wenn ich den Kanal zur geistigen Welt noch mehr öffne. Bevor ich aber starte, kann ich jetzt schon sagen, ohne hellseherische Fähigkeiten, dass der Juli sehr intensiv werden wird. Wir starten am 3. Juli, am Freitag, mit einem Portaltag. Das sind die Tage, an denen der Schleier zur geistigen Welt sehr offen ist, an denen die kosmische Einstrahlung sehr hoch ist. Das heißt, es ist eine sehr hohe Schwingung, an der wir nicht spurlos vorbeikommen. Das ist auch gut so. Das heißt, teilweise wird nochmal etwas Altes oder Ballast hervor- oder herausbefördert oder wir werden in unsere Energien gepusht. Und wir können eben noch intensiver und noch besser Kontakt zur geistigen Welt aufnehmen, uns unterstützen, leiten und führen lassen. Also das sind sehr intensive Tage. Ich beschreibe das so genau, weil ich gleich noch genauer darauf zu sprechen kommen werde. Das ist aber der 3. Juli, dann kommen wir zum 5. Juli. Da ist Vollmond im Sternzeichen Steinbock. Der wird sicher auch sehr intensiv, denn da habe ich auch schon bekommen, dass ich ein Channeling dazu machen darf. Das wird am Donnerstag passieren, da werde ich channeln und das dann auch gleich online stellen. Da kannst du dich schon mal drauf freuen, weil ich glaube, das wird auch sehr intensiv und interessant. Und jetzt kommt es, wir haben im Juli auch noch 10 Portaltage in Folge. Vom 22. bis 31. Juli in Folge, ich weiß gerade nicht, ob ich Juni gesagt habe, also ich meine Juli, 10 Portaltage in Folge, das heißt, da wird etwas Großartiges, Sensationelles, Unbeschreibliches eventuell passieren und da bin ich schon sehr neugierig, was da kommen wird. So, jetzt geht's aber los. Ich verbinde mich jetzt nochmal intensiv, öffne meinen Kanal zur geistigen Welt und werde dann noch mehr Kontakt mit Michael aufnehmen und wir lassen uns überraschen, was auf uns zukommen wird. Okay, das ist mein Zeichen, das Scan, dass ich Energiewechsel hatte und jetzt offen bin zur geistigen Welt. Und wir legen direkt los. Michael sagt, du kennst dich gerade nicht aus, denn der Wandel ist unaufhaltsam. Du hast dich gewandelt. Du bist nicht mehr der oder die, der du warst, noch vor wenigen Wochen. Du bist jetzt in mehreren Welten zu Hause. Du spürst nicht nur mehr das Irdische, sondern du spürst die anderen Welten. Du spürst deine Heimatwelt, du spürst deine Sternfamilie, du spürst uns als deine energetischen Unterstützer, du spürst Parallelwelten, du spürst all das, was gleichzeitig da ist. Und das kann dich verunsichern. Deswegen bist du manchmal außer dir. Du bist vielleicht wütend, du bist enttäuscht, du bist verzweifelt. Doch gib dich diesen Gefühlen nicht hin, lasse sie fließen, aber gib ihnen keine Macht, gib ihnen keine Energie. Geh aus dem Widerstand raus, lasse sie fließen, nimm sie an. Höre auf, sie wegzudrängen, sondern akzeptiere sie als einen Teil, damit sie in Leichtigkeit, in Liebe und Dankbarkeit gehen dürfen. Diesen Schritt werde ich unterstützen, diesen Schritt werden wir unterstützen. Wir sind an deiner Seite, deswegen habe Vertrauen. Lebe diese Energien, lebe diese Gefühle und wenn du sie ziehen lässt, dann begib dich in Ruhe, denn dann wirst du weiter transformiert. Die Transformation ist intensiv. Sie betrifft nicht nur deine Seele, sondern sie betrifft auch deinen Geist. Sie wandelt dein komplettes Weltbild und sie betrifft deine Seele. Du wirst die anderen Welten noch stärker spüren, denn der Wandel ist unaufhaltsam. Wir bewegen uns mit der Erde und der Menschheit in eine andere Welt. Und diese Welt spürst du bereits.
Deswegen bist du zerrissen und genau deswegen brauchst du Erholung. Nimm dir, nachdem du all die irdischen Gefühle annehmen und gehen lassen konntest, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für dich, deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. Erhole dich, ruhe dich aus, denn die Transformation ist intensiv und deine Seele begibt sich sehr stark auf Reisen. Der Wandel wird seinen nächsten Höhepunkt erreichen mit der Energie des Mondes, mit der Energie des Neumondes. Das ist der Startschuss, damit wir uns noch mehr vereinen können. Das ist die Energie, damit du uns neu wahrnimmst, so wie wir wirklich sind. Damit du erkennst, dass wir im Austausch sind. Damit du erkennst, dass du nicht abhängig von uns bist, sondern dass wir einander unterstützen. Wir geben unsere Liebe und unsere Herzensenergie in dieselbe Sache, in den Wandel der Welt, in den Wandel der Welten. Es geht hier nicht nur um den Wandel der Erde, auch wenn dieser ganz vorne ansteht, es geht um den Wandel von allen Welten. Wir unterstützen euch, weil wir euch lieben, deswegen sind wir da. Und wir nutzen diese Energie, um alle Welten in eine neue Ebene zu bringen. Und in dieser Verbundenheit arbeiten wir Hand in Hand. Geht es um die 10 Portaltage, da arbeiten wir Hand in Hand und können es voranbringen. Es wird eine neue Welt sein. Habe keine Angst, sei im Vertrauen, denn wir sind an deiner Seite und mit deiner Stärke, mit eurer Stärke kann alles passieren. Habe Vertrauen, denn nur im Vertrauen spürst du dein Herz und mit deiner Herzensenergie ist alles möglich. Lasst uns die Herzensenergie nutzen in dieser Zeit, denn sie transformiert. Sie ist die stärkste aller Energien. Sie bringt uns voran. Habe Vertrauen. Lebe mit uns. Gib deine Energie in das Schöne und den Wandel und das Positive. Was auch immer im Außen passiert, wie sehr auch die Welt zusammenzustürzen scheint, vertraue und fühle, was gleichzeitig Schönes im Entstehen ist. Der Wandel ist da. Der Wandel setzt sich durch. Der Wandel ist unaufhaltsam. Lebe mit uns, vertraue uns. Wir sind an eurer Seite, wir danken euch. So, das war's. Das war die Botschaft für Juli von Erzengel Michael. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, noch an den Beinen sogar. Das ist sehr, sehr intensiv. Nur nochmal zur Erklärung, wenn ich gähne, dann ist es ein Energiewechsel. Das heißt, in dem Moment verbinde ich mich gerade mit der geistigen Welt oder spüre, dass ein hochenergetisches Wesen da ist. Und wenn die Botschaft zu Ende ist, spüre ich auch den Energiewechsel. Weil ich jetzt auch gespürt habe, wie sich Michael ein bisschen zurückgezogen hat. Er ist zwar immer noch präsent, aber nicht mehr so wie gerade eben. Also ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Jetzt bin ich wieder da. Ich fasse nochmal zusammen. Es wird so wie auch die letzten Monate ein sehr transformativer Monat, in dem es, und diese Transformation aus den letzten Monaten scheint sich jetzt sehr stark bemerkbar zu machen, indem wir noch neue mediale Fähigkeiten bekommen, in denen sich noch vieles öffnet. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn du noch mit Unterstützung und gezielter deine medialen Fähigkeiten, deine Hellsinne öffnen möchtest, schau dir gerne meine Online-Kurse an mit dem dritten Auge sehen und den Seelensprachekurs und eventuell interessierst du dich auch für die Mediumsausbildung, also schau auch da gerne nach und dann können wir eine kostenlose Beratungssession vereinbaren. Genau, also alles steht unter diesem Zeichen Medialität wieder in die spirituelle Kraft kommen und genau das fühlen wir immer mehr, dass wir gleichzeitig in verschiedenen Welten sind. Vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal die Dinge, selbst wenn du wach bist, gar nicht so stark wahrnimmst. Ich habe das manchmal, dass mein Freund sagt, ich habe dir das doch erzählt. Und ich bin dann so, ja. Und ich merke dann genau, okay, in dem Moment war ich gerade irgendwo unterwegs in meiner Seele und habe da irgendwas getan und unterstützt eventuell das, was wir eben auch in Träumen sonst tun oder in Tagträumen. Es kann sein, dass das mehr wird und es kann sein, dass dich das unzufriedener macht, weil du die anderen Welten, auch die hochschwingenderen Welten spürst, gleichzeitig aber hier bist, dass dich das irgendwie mürbe macht, unzufrieden, zweifeln lässt, gewisse Ängste hervorruft.
Und das ist so mein Gefühl, dass es so Anfang Juli ist, so die ersten 1,5 Wochen. Und wenn wir das annehmen können, das, was er gesagt hat, eben nicht in Widerstand gehen, nicht wütend auf uns sind, nicht wütend darauf sind, dass wir vielleicht das eine oder andere jetzt nicht gerade geschafft haben oder nicht eventuell ja, unsere Erwartungen, unsere eigenen Erwartungen erfüllt haben. Wenn wir es schaffen, da in unserer Mitte zu bleiben, uns annehmen, uns anzunehmen, so wie wir sind, auch unsere vermeintlichen Schattenseiten anzunehmen, dann kann das gehen, dann geben wir dem keine Kraft. Und dann geht es eben weiter, gefühlt dann in die dritte Juliwoche, wo es dann eben darum geht, wenn wir das alles durchhaben, um uns erstmal zu erholen. Noch sind wir Körper, Geist und Seele, also was heißt noch? Unsere Seele arbeitet sehr stark, unser Geist ist sehr in Transformation, weil sich unser Weltbild wandelt und dadurch zieht der Körper nach, der eben noch ein bisschen grobstofflicher ist, ein bisschen langsamer. Und deswegen, das ist das, was ich so das Gefühl hatte, wo er gesagt hat, dann erholt euch, ruht euch aus, nutzt die Zeit, denn ihr braucht die Kraft für diese intensive Zeit ab dem Neumond, der am 20. Juni ist. Und dann, wie gesagt, ab dem 22. die Portaltage. Das ist, da geht es in die nächste Ebene, da brauchen wir Kraft, da brauchen wir Energie. Da geht es dann wirklich, und das finde ich sehr intensiv, dass diese 10 Portaltage eben noch mehr im Austausch mit der geistigen Welt steht. Und ich hatte wirklich, während er das so gesagt hat, dieses Gefühl, dass wir, ich möchte nicht sagen auf einer Stufe sind oder auf Augenhöhe, aber dass wir so sehr in unsere Kraft kommen, dass wir noch mehr bewirken können, dass wir noch mehr transformieren können, dass wir allein, wenn wir als einzelne Person Licht irgendwo reingehen, schon komplett was wandeln können. Das ist so intensiv. Unsere Fähigkeiten werden wachsen, die werden stärker. Und da sind wir eben in diesem Ausgleich mit der geistigen Welt. Und was mir jetzt so ein bisschen neu war, ich habe es eben immer so gesehen, die sind alle für uns da, das sind sie auch, definitiv. Dass da aber noch was anderes passiert parallel. Wir sind natürlich sehr auf die Erde fokussiert, weil wir eben auch hier leben. Aber anscheinend wird der Wandel der Erde auch noch viel bewirken im Universum, im Multiversum, in anderen Dimensionen und Welten. Das war mir nicht so bewusst. Das finde ich sehr toll, dass wir noch viel, viel mehr bewirken, als wir uns das vorgestellt haben oder als wir glauben. Ja, was für ein Monat. Ich freue mich schon sehr auf dein Feedback. Vielleicht schaust du dir auch im Laufe des Monats nochmal das Video an und kannst dann eine Rückmeldung geben. Beziehungsweise schreib mir auch gerne gleich, ob sich das stimmig für dich anfühlt, wie du das empfindest. Und ja, dann wünsche ich dir einen ganz tollen Juli. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich danke auch dir eben für deine Energie, für deine Herzensenergie, die du in die Welt gibst, weil das wirklich eine bessere Welt erschafft. Und das ist wundervoll. Vielen Dank an dieser Stelle. Einen tollen Juli. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.